Ja, mein Moin, ein neuer Beweis, warum Bücher Literatur süchtig macht. Gunter Gerlach, ein falsches Wort und du bist tot. Gesammelte Erzählung von dem Autor, der in Hamburg lebt und es versteht, mit grotesken Texten uns zu begeistern. Eine Mischung zwischen Satire, Kafkaesken und Fantastischen. Die Figuren sind so gezeichnet, dass man denen einfach nur staunend zuhört, was denen so widerfährt. Man taumelt durch dieses Buch, es sind so kurze Fragmente, sodass man einfach weiter liest, ohne dass man es merkt. Und man in dem Moment, wo man noch Frage stellt, was ist hier überhaupt noch Realität, was will das Ganze von mir, ist man schon gefangen und süchtig und hat das Buch schon fast durchgelesen. Es beginnt zum Beispiel damit, dass es eine Situation gibt, wo alles sauber sein muss und man bemüht sein muss, dass man auch alles im Reinen hält. Man muss weiß tragen, auch der Kellner an der Kneipe sich widerstrebend ein Bierglas rausgibt, weil er muss das Bierglas ja gleich wieder putzen. Und es gibt halt hier eine Obrigkeit, die darauf auch achtet, dass auch alles wirklich sauber ist. Und so widerfährt es halt diesem einen Helden. Auch wiederum gibt es in einer anderen Geschichte ein Gesetz, dass man nur paarweise zu leben hat. Tiere sind da nicht mit eingezählt, sondern man muss immer widerlegen, dass man in einer Partnerschaft lebt, wo hier auch eine eventuell nicht ganz lebende Figur zum Tragen kommt. Oder bei Ebbe und Flut, wie zwei Menschen fast schon an einem Stein erschlucken, aber auch gleichzeitig nebenbei erfahren wir, dass dort ein Fischbrötchen stand, immer in einem Zyklus einen Diamanten in die Fischbrötchen mit einbackt. Oder halt der verpatzte Kinobesuch. Wir taumeln durch dieses Buch und entdecken Surreales, Groteskes, eine Figur zum Beispiel, die fast schon vogelhaft geküsst wird, aber davon auch schon fast erbrechen muss, weil es alles zu schnell geht, also auch nicht in der Lage ist, überhaupt mit der Bahn zu fahren, Auto zu fahren. Großartig inszeniert hier auf der Seite des Verlages zu finden von Udo Kuhn, die das halt inszeniert hat, diese kleine Kurzgeschichte. Ich kann eigentlich nur sagen, eintauchen, Spaß haben und durch diese grotesken Welten taumeln. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Haader von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehungsweise vom Blog Leseschatz. Tschüss!